Herzlich willkommen wieder beim Bastler. Schön, dass ihr wieder dabei seid. So, heute oder dieses Mal werden wir uns um unseren Bohrständer hier kümmern. Und zwar werden wir eine neue Platte hier drauf bauen mit Anschlag und was man halt so alles dazu braucht. Da könnt ihr dabei sein. Nach dem Intro geht's gleich los. Ja, und in meinem kleinen Fundus, was natürlich auch immer anwächst, habe ich hier noch eine Platte, die, ich weiß gar nicht, wofür ich die gebraucht habe, aber die hat so ungefähr die Größe, ist keine hochwertige Multiplex, mehr so ein, ja, vielleicht so eine also ein Seekiefer-Multiplex-Platte, keine Ahnung. Man sieht, die Dichte ist nicht so groß, aber das reicht ja vollkommen für den Bohrtisch. Also, diese werden wir mal gucken, ob die von der Größe passt. So, ja, wenn ich die da so drauflege, sieht die schon gar nicht schlecht aus. Ich glaube, die werden wir nehmen. Und wenn es damit nicht funktioniert, dann können wir ja immer noch eine andere nehmen. So, die alte Platte hat ein Maß von 55 mal 38. Und das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Diese kann ruhig ein bisschen größer sein, dass sie ein bisschen vorsteht, ein bisschen breiter noch, klein wenig. Aber das sollte schon reichen. Guck mal, die hat 65, 10 cm mehr und ist 40 tief. Jo, das ist ja gar nicht so schlimm. Jetzt hätte ich gedacht, die setzen wir nach hinten. Aber ich möchte die Platte nicht rechteckig haben, sondern dass die vorne, also vorne heißt zu mir, etwas konisch zugeht. Das heißt, wir schneiden das schräg ab. Einfach, dann sind die Löcher weg. Genau, so schräg schneiden wir ab. So, hier schneiden wir jetzt einmal vorher und weil das an der Kreissäge natürlich schlecht geht, weil das ein bisschen schräg ist, nehmen wir unsere Führungsschiene dafür. Und die können wir jetzt ganz leicht hier dran halten. Die Führungsschiene verlinke ich euch oben. Und dann mit unseren schönen Schraubzwingen, die ich auch selbst gemacht habe, diesen Schraubzwingen, wie ich die gemacht habe, seht ihr auch bei der Führungsschiene. Und die schiebe ich jetzt hier unten ein. Ja, man hätte auch Klebeband noch drüber machen können, damit es nicht ausreißt hier bei diesen, weil die Faserung oder Maserung ist quer, das reißt mit Sicherheit was aus. Aber eigentlich soll es durch die Führungsschiene ja auch vermieden werden. Nicht nur als Führung, sondern auch, dass es nicht so ausreißt. Und das werden wir jetzt kontrollieren, obwohl ich hier keine Kunststoff- oder Gummilippe habe für diese Abreißkante. Oder so, noch den Sauger dran und auf geht's. Ja, mal gucken. Und man sieht kleine Ausrisse. Aber ist ja auch eine Platte, die von so an der Linie ausrichten, Schraubzwingen unten dran festmachen. Sollte man auch anmachen.
Ja, die Absaugung sollte man natürlich schon anmachen. Also das ist die Seite, die ich abgeschnitten habe. Wie man sieht, reißt hier natürlich voll aus, weil die quer ist und das Sägeblatt eigentlich sehr grob ist. Das war mir in diesem Fall jetzt ziemlich egal, weil das die Unterseite wird. Jetzt machen wir den mal los, gucken mal, wie die Ausrisse aussehen. Und ja, hält sich in Grenzen. Ist halt das bisschen, ja, hält sich halt in Grenzen. Jetzt muss ich diese Höhe bestimmen. Dieser Anschlag ist zu niedrig. Da kann man keine T-Nut reinfräsen, sodass man einen Anschlag hat für bestimmte Tiefen oder so. Deswegen muss dieser höher. So, jetzt hatte das einen Grund, warum ich den hier eingefräst habe. Ich weiß nicht mehr warum. Keine Ahnung. Wenn ich den jetzt runterschiebe, ist natürlich, wenn ich den Hebel so habe, kommt er sowieso schon dahin. Wenn ich den Hebel etwas tiefer mache, dann geht er noch drüber weg. Und dann kann ich bis hinten hindurch. Also einen wesentlich größeren Hub. So, wenn ich dies aber höher mache, dann muss ich den weiter reinschieben, damit ich diese Höhe kriege. Ich glaube, mehr darf es auch nicht sein. Dann ist es natürlich noch abhängig von dem, was ich bohren will. Also wenn ich das jetzt mal messe, dann habe ich da so 11 cm. Also mehr wie 11 dürfte das nicht sein. So, das nächste Problem ist, wenn ich kleine Teile bohre, die sehr eng an dem Anschlag sind, dann wird es natürlich schon heikel. Das heißt, man müsste rein theoretisch hier dann auch von dem größeren Anschlag auch noch mehr wegnehmen, sodass man tiefer kommt. Weil sonst... So. Dann lassen wir nur ein Stück unten stehen. Und zwar lassen wir die Höhe so stehen. Quatsch. Wir sparen das aus. Und zwar so tief, wie das Gegenstück hoch ist. Also wahrscheinlich 18 mm oder so. Müssen wir sehen, was ich da noch habe, womit ich das machen kann. Da bin ich ja noch gespannt, was ich da noch über habe. Ich habe das Gefühl, wir haben heute den Restetag. Also, die Grundplatte ist schon aus dem Restbestand. Und für den Anschlag nehmen wir auch einen Rest. Und zwar habe ich hier noch meine alte Platte für die Oberfräse, wo drin ich die eingelassen habe. Das war der erste Versuch und die werden wir nutzen. Egal wie das aussieht. Nein, aber das werde ich jetzt einfach machen. Ist egal. Weil ich habe nichts anderes passendes und ich möchte gerne Siebdruck nehmen, weil das schöne glatte Oberfläche hat. Und ja, im Baumarkt kriegt man jetzt nichts. Ja. Wir werden von dieser Platte, genau wie ich gesagt habe, 11 cm hier abschneiden. Der Rest wird wieder weggeschnitten, aber da seid ihr ja dabei. Das machen wir jetzt. Also bis das anfängt, da können wir schneiden. Das sind 10,5. Ey, ist das super. Der Ausschnitt ist dann zwar größer, aber wenn es nichts wird, kann man immer noch neu machen. Es ist ja nur Restmaterial. Also 10,5 stellen wir jetzt ein. Da jagen wir jetzt so vorhin.
So, ich habe hier schon mal ein bisschen was weggesägt, damit der Fräser nicht zu viel fräsen muss. Und zwar habe ich jetzt den Bündigfräser eingespannt, weil ich habe ja hier eine saubere Kante noch, die muss ich halt nehmen, bloß der Rest muss noch angepasst werden, damit das ein bisschen schön aussieht. Das sieht ganz gut aus. Und weil wir gerade am Fräsen sind, wechseln wir den Bündigfräser aus gegen einen Nutfräser und machen sofort die Nuten drin. Da das ein China-Teil war, ist das natürlich eine Spannzange. Für 6,3 mm ist also ein zöllisches irgendwas. Das muss man jetzt mitwechseln, weil die haben natürlich, das ist mir auch wesentlich lieber, 8 mm, weil das doch wohl etwas, ja, wie soll ich sagen, kraftaufwendiger ist. Oder mehr Kräfte darauf wirken. So, das ist der 6 mm Nutfräser, weil ich mache es genau wie an dieser. Eine 6er und eine 8er. So habe ich beides zur Verfügung. Und eigentlich genauso, wie ich es da auch gemacht habe. Und die Höhe habe ich jetzt so eingestellt, dass er ungefähr mittig ist. Da hat er nach der einen Seite genug Fleisch. Ich darf mich nur nicht vertun. Das ist die glatte Seite, die möchte ich nach vorne haben. Dann muss die nach unten gelegt werden. So, ich habe jetzt einen Abstand von ungefähr 15, 16 mm. Das ist ja jetzt nicht ganz so wichtig. Das sollte vollkommen für 6 mm Schrauben reichen. Muss ich natürlich so rumsetzen und dann komplett einmal durch. Nicht vergessen, die Oberfräse auch zu arretieren. Nicht nur in der Höhe einstellen, sondern auch arretieren. Gerade bei den Nutfräsern ist das wichtig, weil das kann durch die hohen Kräfte doch wohl sich plötzlich neigen. Und dann ärgert man sich, dass man plötzlich eine super schiefe Nut hat. Ja, und die Nuten, die kosten ja nichts, nur das Fräsen. Deswegen mache ich jetzt hier auch noch eine. Weil ich ja hier so eine große Aussparung habe, da habe ich jetzt gar nicht so drüber nachgedacht, mache ich trotzdem hier eine. Jetzt mache ich hier noch eine 8er Nut drin. Ein bisschen übertrieben, aber ich mache. Und warum? Weil ich es kann. Und weil wir den Restetag haben, schneiden wir natürlich von dem Rest nochmal den Rest vorweg. Denn wir brauchen ja noch ein Teil, was wir dran machen. Also, legen wir los. Auch wenn es nervt, jetzt machen wir eben noch
die Kanten einmal drumherum, dass die sauber sind. Ohne euch habe ich noch eben zwei so Stützen, genau. Ich wollte Dreiecke sagen, aber es sind Stützen. Abgesägt, natürlich von dem Reststück noch. Und die setzen wir auf das Teil, was nach unten kommt, drauf. Dieses kommt davor und deswegen Stützen. Und das zeichnen wir uns eben an. Erstmal zwei. Ja. Wenn jetzt das Holz gerade ist, aber das werden wir ja nachher auch gebrauchen. Von daher hoffe ich, dass es einigermaßen funktioniert. Ich habe hier doch die kürzeren genommen, weil ich muss ja von der anderen Seite auch noch was bohren, Schrauben drin schrauben. Und jetzt lege ich den an, drücke den an und schaue, ob wir im Winkel sind. Ich würde sagen, das sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. So, den Anschlag haben wir ja soweit fertig. Ich habe den noch mal ein bisschen ausgeglichen. Nochmal, dass er schön winklig ist. Recht winklig. Winklig ist er immer. Ne? So, das sieht gut aus. Jetzt möchte ich aber noch, wie ich das bei dem alten auch hatte, dass ich dieses Teil hier in zwei Löcher arretieren kann. Dann schiebe ich den da drin, habe den an der Stelle schon arretiert und brauche den nur noch hier fixieren an einer Stelle, ob mit Schraube oder mit einem Halter, das kann man dann ja immer noch sehen. Und das müssen wir jetzt noch machen. Das ist meine alte Halterung, da hatte ich auch die Löcher schon mal drin und die nutze ich jetzt als Schablone, damit ich genau passend bohre. Dies ist kein ordentliches rundes Loch. Das Problem ist grundsätzlich, es ist Metall, was sich bei Kälte zusammenzieht und bei Wärme auseinanderdehnt. Holz macht das auch, aber dieses Multiplex natürlich nicht in dem Maße, wie das Metall macht. Deswegen nutze ich das als Schablone, um ein Loch zu bohren. Das ist genau 14 mm und ich habe zufälligerweise natürlich auch einen 14 mm Bohrer, weil ich habe es ja schon mal gebohrt. 14 mm und damit werden wir das reinbohren. Der Bohrer hat natürlich eine Reduzierung, so dass es auf meinen Akkuschrauber passt. Das Problem ist, ich habe die Nut vorher gemacht und das war der Fehler. Jetzt wird es ein bisschen heikler, weil dieses Loch ist ein Eierloch. Die sind genau 7 auseinander. Vielleicht verschiebe ich den um 7 cm und bohre dann nochmal. Weil sonst, so wird das nichts als Schablone. So, ich habe hier eine Markierung gemacht, 7 cm.
und den schiebe ich jetzt genau an diese Markierung. So, und hier habe ich jetzt Ausrisse, weil der Bohrer halt da sich rausgeschält hat. Und das vermeiden wir jetzt an dieser Stelle, indem wir hier was drüber legen. Glück gehabt. Und an der Stelle ist es, glaube ich, auch super. Ey, als wenn ich es dafür gebaut hätte. Ist ja super. Das passt sofort drin. Ja, also besser geht's ja gar nicht. Schön geworden. Hier sind halt Ausrisse, aber ich werde da jetzt einfach noch mal ein Holzstück drauf machen und noch mal bohren. So, die Platte müssen wir jetzt hier drauf kriegen. Und das Befestigen machen wir wie vorher auch schon mit diesen Möglichkeiten der Arretierung. Wir müssen aber die Platte weiter nach hinten bekommen, damit ich Luft habe zum Einhaken. Deswegen werden wir hier jetzt ein 35er Loch bohren und hier aussägen, so dass wir hier einen schönen Schlitz haben, in dem wir das jetzt in die Säule reinschieben können. So, ich habe es vorher durchgebohrt mit einem 3 mm, so dass ich von dieser Seite weitermachen kann.